Moin Moin, ihr Filmsuchtis und herzlich willkommen zu der Review von Coco. Der erscheint ja nämlich am 29. März 2018 auf DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray und 4K. Warum der so Hammer ist, das sage ich euch nämlich jetzt in der Kurzreview bei mir nach dem Intro. Ich würde mal wieder sagen, wir kommen kurz zu der Handlung, worum es überhaupt um Coco geht. Und das ist nämlich so. Disney Pixars Abenteuer Coco entführt in eine lebhafte und äußerst farbenfrohe Welt voller skurriler Charaktere. Das Land der Toten. Ausgerechnet dort landet Miguel mit seinem schrägen Hund Dante am Dia de los Muertos. Diesen so wichtigen traditionellen Feiertag. Zum Glück trifft Miguel nicht nur auf seine Urahn, sondern auch auf den liebenswerten Hector, der ihm helfen will, den Weg zurück nach Hause zu finden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Je mehr Miguel versucht, in die Welt der Lebenden zurückzukehren, umso tiefer wird er in ein altes Familiengeheimnis gezogen. Eine herzerwärmende, emotionale Reise, vollgepackt mit fantastischen Bildern und magischen Momenten. Der Film läuft ja 105 Minuten. Disney, Pixar, was soll man da sagen? Ich muss sagen, der Film ist einfach nur geil. Ja, kommen wir erstmal zu der Story. Es dreht sich natürlich um den jungen Miguel, der will Musiker werden. Sein Vorbild ist dann halt dieser mexikanische Musiker, De La Cruz. Und das Ding, wir müssen aber auch so vorstellen, die ganze Familie sind alles eigentlich Schuhmacher und er möchte das gar nicht sein. Und dann kommt das so verlaufen mal weiter und so weiter. Ja, und das ist so sehr liebevoll gemacht. Man sieht nachher dieses Reich der Toten und er trifft ja auch diesen Hector. Und sein Dante, der Hund, ist einfach Wahnsinn, echt lustig gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Klar sind da auch sehr viele traurige Passagen drin, wo man sagt, man steht da ganz, ganz nah an diesem Film bei. Ein bisschen düster fand ich es eigentlich gar nicht. Klar sind da viele tote Skelette, die auch sehr gut animiert sind, aber es ist wirklich eine Geschichte, wo man sagt, es geht sehr viel um Familie und auch wie Menschen skrupellos sein können. Darum geht es eigentlich, sag ich mal, und man soll als Message, soll man natürlich seinen Glauben haben, an das Glauben, was man machen möchte im Leben und dass die Familie natürlich auch alles zählt. Ja, man soll dafür kämpfen. Ja, und das sagt so der Film Coco, finde ich. Und das ist wirklich ein Film, den ich wirklich jeder Familie ans Herz legen kann. Erstmal animationstechnisch. Einfach allererste Sahne, das ist so detailliert, texturiert, das ist der Wahnsinn. Es fing schon an, dann habe ich diese Oma gesehen, seine Ur-Ur-Oma, die war voller Falten, man hat jede Falte gesehen, diese ganze Farbenwelt von Coco, der Wahnsinn. Alles bunt, geil animiert, so was will man mehr eigentlich, sei man da. Klar, Soundtrack, mexikanisch, passt ungemein zu diesem Film, das ist einfach so toll anzusehen. Diese 105 Minuten an Laufzeit, die gingen so schnell rum, weil ich hing einfach nur so vom Fernseher. Und das war einfach toll anzusehen. Muss ich einfach Disney loben. Und der hat zu Recht auch den Oscar gewonnen. Und man kann einfach sagen, das ist einfach der beste Animationsfilm in 2017. Einfach, das stimmt alles. Und ist einfach so, weil der Soundtrack, die Animation, die Story ist einfach bewegend. Und was soll man da mehr sagen? Da ist nichts zu lang, da ist einfach nichts schlecht animiert, da gibt es keinen, wo man sagen könnte, das ist nicht kindergerecht. Mein Sohn, der ja 5 ist, der kann mit der Thematik super umgehen und der hat da nicht vor Schiss gehabt und das ist ja natürlich das beste Anzeichen, dass die Kinder da eigentlich keinen Schiss vor haben. Weil ich fand auch, dass nicht gruselig. Klar, kullern mal die Augen so ein bisschen raus und so weiter, aber das war nicht so wie in anderen Disney-Filmen, wo man sagt, gut, Disney verpackt ja immer so ein bisschen Sachen drin, die, sag mal, schon Grenze sind. Aber das war hier nicht so gewesen, fand ich jetzt auf jeden Fall. Ja, Fazit ist einfach der Top-Animationsfilm 2017. Und was kann man da sagen, wenn man nicht so meckern hat? Eine 10 von 10. Ja, ganz ehrlich, ist einfach so. Und wenn man natürlich die Blu-ray hat, nochmal Dankeschön für die freundliche Unterstützung von Disney. Dann hat man natürlich auch noch ein paar Extras, das könnt ihr nochmal hier sehen. Wie Willkommen zum Fest, meine Familie, Dante, wie man Skelett zeichnet, Audiokommentar. Bild zum Bild kann ich nur sagen, klar, super geiles Bild, wenn man natürlich einen vernünftigen Fernseher hat. Der Sound ist auch Bombe, mehr kann man gar nicht sagen, lebendiger als das Leben. Ja, und hier steht ja auch nochmal TV-Movie, witzig berührend und visuell unglaublich einfallsreich. Und so ist das einfach auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Habt ihr den Film schon gesehen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wenn nicht, angucken, Leute. Echt angucken. Ist sowas von einer Empfehlung von mir. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, lasst gerne ein Abo da. Like natürlich für das Video, wäre natürlich auch toll. Und dann würde ich sagen, ne? Kaufen, kaufen, kaufen. Link ist hier unten drin. Und dann bis dann und schauen. Bam!